Hey Leute, heute zeige ich euch mal meine Top und Flops aus dem Monat September und Oktober. Also diesmal habe ich noch ein paar Flop-Produkte mit reingenommen, weil es nicht so viele Top-Produkte sind. Und eigentlich habe ich euch auch in den letzten Monaten meine ganzen Favoriten schon gezeigt. Und es sind wirklich nur noch ein paar, weil es sind immer dieselben. Und wenn euch das interessiert, dann klickt euch doch einfach durch die Videos. Ich kann euch ja meine Playlist zu meinen Favoriten hier unten in die Infobox schreiben. Da könnt ihr mal reinschauen. Und wenn ihr mögt, schaut euch doch meine Jahresfavoriten an. Aus dem letzten Jahr, das sind auch immer noch meine Favoriten für dieses Jahr. Verlinke ich euch auch alles unten in der Infobox. Also unbedingt reinschauen. Und ja, beginnen möchte ich mit den Top-Produkten. Und ja, als erstes ist es die Labello Lip Butter in Raspberry Rose, also in Himbeer. Liebe ich wirklich sehr, mag ich total gerne. Riecht gut und pflegt gut. Also ich mag sie einfach total gerne. So schaut sie aus. Wie ihr sehen könnt, habe ich die schon ganz gut benutzt. Ich habe auch noch die Heidelbeere. Die benutze ich gerade, aber dazu kann ich noch nichts sagen. Und ja, also Himbeer finde ich schon auf jeden Fall sehr gut. Ja. Dann geht es weiter. Und zwar, wisst ihr ja, ich liebe Toblerone. Und jetzt hatten die das bei Netto, ist schon länger her im Angebot. Also war günstiger als sonst. Also war reduziert und habe ich immer diese weiße hier mitgenommen. Und Leute, ich muss sagen, die ist genauso lecker wie die braune Schokolade. Ey, hätte ich nicht gedacht, dass die genauso gut ist. Und ja, deswegen ein Favorit, Toblerone, die braune, aber diese weiße natürlich auch. Dann ist auch ein All-Time-Favorit. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal in irgendeinem Video gezeigt habe. Hatte ich mir letztens wieder bei Netto gekauft, war im Angebot. Und zwar diese Bellvita Frühstückskekse. Und zwar in der Sorte Nuss mit Schokoladenstückchen. Und wenn ihr die Kekse noch nicht kennt, dann kauft sie euch und probiert sie. Die sind so, so lecker. Die sehen zwar jetzt vielleicht nicht so lecker aus und die Verpackung ist jetzt auch nicht so ansprechend, aber die sind so lecker und die machen süchtig. Wirklich. Also die sind Hammer und die liebe ich auch über alles. Dann geht's weiter und zwar auch ein großer Favorit ist dieser Tee von Lloyd, also dieser Green Tee. Und ich weiß nicht, ob es den in Deutschland gibt, weil den haben mir meine Eltern aus Polen mitgebracht. Und ja, also als erstes ist ansprechend, dass die so pyramidenmäßig sind. Dann schmeckt der Zitronentee wirklich der beste Zitronentee, den ich getrunken habe. Ach, Zitronentee, was sage ich? Grüner Tee. Also ihr wisst, ich liebe grünen Tee, auch grüner Tee mit Zitrone. Aber der ist noch ein Ticken besser als der normale grüne Tee. Also den kann ich euch sehr empfehlen. Und wenn ihr wisst, wo man den in Deutschland kaufen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, weil den würde ich mir sehr gerne nachkaufen. Dann ist noch ein weiterer Favorit und zwar diese Lumenbänder. Da habe ich irgendwie meine Freude dran momentan und ja, die mache ich einfach total gerne. Und was noch ein Favorit ist, sind von Gerold Steiner diese, also das hier, ich mag ja Wasser mit Geschmack nicht so gerne, weil mir das immer zu süß und zu künstlich schmeckt. Aber die sind wirklich so gut. Ich weiß jetzt nicht, entweder war Blutorange oder Grapefruit. Eins war mein Liebling, ich weiß nicht mehr welcher. Ich glaube, das war Blutorange. Auf jeden Fall gibt es die in Blutorange, in Grapefruit und in Limette. Aber Limette fand ich nicht so gut. Aber sonst schmecken die wirklich sehr gut, kann ich euch sehr empfehlen. Müsst ihr auch mal unbedingt probieren. Ja, dann habe ich noch einen letzten Favoriten für euch. Und zwar kann ich ihn euch leider nicht zeigen. Das ist nämlich eine Serienempfehlung für euch. Und zwar ist die Serie schon etwas älter. Und zwar handelt es sich um Harper's Island. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. Ist eine Staffel, hat nur ein paar Folgen. Und die lief vor ein paar Jahren. Ich habe sie mir... Dieses Jahr habe ich sie nochmal gesehen, komplett. Und zwar geht es darum, dass, ich will euch nicht alles verraten, geht es darum, halt um einen Mörder, der so diese ganzen Menschen umbringt. Und man weiß ja nicht, wer der Mörder ist. Ich wusste, als ich das beim zweiten Mal geguckt habe, schon, wer der Mörder ist. Aber wenn ihr das zum ersten Mal guckt und nicht wisst, wer der Mörder ist, dann liest euch nicht durch, wer der Mörder ist. Schaut euch die Serie an. Ihr werdet immer denken, das ist der Mörder, das ist der Mörder, das ist der Mörder. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Serie. Wirklich, also ich liebe die. Und es ist jetzt
nicht unbedingt Horror. Also es ist schon ein bisschen gruselig, aber nicht Horror. Würde ich jetzt nicht sagen, weil ich gucke mir selber keine Horrorfilme an, weil für mich das zu gruselig ist. Aber die Serie, die ist wirklich mehr schon so Psycho, aber auch nicht viel zum Nachdenken. Ich finde sie gut. Also wenn ihr sie euch angeschaut habt, schaut sie euch an. Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Serie so findet. Und schreibt auf keinen Fall in die Kommentare, wer der Mörder ist. Weil wir wollen ja nicht, spoilern, wir wollen ja nicht verraten, wer es ist. Sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Sonst schaut sich keiner mehr diese Serie an. Und ja, ich finde schade, dass sie nicht mehr im Fernsehen läuft, weil die war wirklich so, so gut, diese Serie. Ja. Gut, dann habe ich noch 3 Flop-Produkte für euch. Und zwar als erstes, kann ich euch das jetzt auch nicht zeigen, ist Rizinusöl. Heißt das? Ja, Rizinusöl. Rizinusöl, genau. Ein Flop-Produkt für mich. Weil ich habe gehört, das soll gut sein für die Haare. Ich mache ja immer Olivenöl in die Haare rein, mache ein Turban drumherum, lasse es ein paar Stunden einwirken und dann wasche ich das raus. Das ist auch, finde ich, sehr gut, ist auch gut für meine Haare. Aber dieses Rizinusöl in meinen Haaren, Leute, ist ein Flop-Produkt. Und zwar habe ich mir das in der Apotheke gekauft und das war so eine klebrige Masse, war das. Das war schon so eine klebrige Masse und meine Freundin meinte, ja, das ist so eine klebrige Masse. Dann habe ich das in die Haare gemacht, aber das konnte sich nicht so gut verteilen wie Olivenöl. Das ging wirklich, das war wirklich so eine kleine Dose, also so eine kleine Flasche und das konnte man nicht so gut in den Haaren verteilen. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, habe ich es gelassen, habe ich meine Haare 3-mal gewaschen. Dann habe ich sie ins Handtuch reingewickelt, durchgekämmt und ich hatte diese klebrige Masse in den Haaren immer noch drin. Ich konnte diese Scheiße nicht rauswaschen und dann musste ich die noch einmal waschen und dann ging's. Also, und das hat noch ekelhaft gestunken, deswegen kann ich euch das wirklich nicht empfehlen. Ein ganz, ganz großes Flop-Produkt. Wenn ihr Rizinusöl probiert habt, dann schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren und ja, weil irgendwie war das nicht so meins, ja. Dann habe ich noch ein Flop-Produkt für euch. Viele lieben es, ich leider nicht so. Und zwar sind es diese Invisibobble. Und zwar sind das diese Originalen. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie entweder mache ich das falsch, weil ich komme damit irgendwie nicht klar. Und zwar, immer wenn ich mir einen Zopf mache, ich habe ja viele und dicke Haare, dann mache ich das dann so und dann zieht sich das so fest. Also nicht so wie so ein Haargummi, sondern so richtig und dann ist es halt nicht mehr so stramm, nicht mehr so fest und dann wird der Zopf locker. Und ja, wenn ich das auch rausziehen will, geht das nicht so mit einem Haargummi, kann man einfach so rausziehen. Das kann man damit nicht, sonst verknoten sich die Haare. Man muss das dann wieder so, wie man einen Zopf gemacht hat, wieder rausholen. Das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend und ja, ich finde das einfach nicht gut. Da finde ich ein normales Haargummi praktischer. Deswegen leider ein Flop-Produkt für mich. Ja. Dann kommen wir zum letzten Flop-Produkt. Und zwar habe ich das schon lange. Momentan benutze ich es nicht mehr. Und zwar ist das von Alverde. Ups. Diese Lidschattenbasis. Diese hier. Hatte ich mir gekauft, weil ich dachte, Alverde wäre gut. Aber das juckt und brennt ein bisschen auf den Augenlidern. Und weil das ist eine Base. Und irgendwie ist die mir, ich weiß nicht, die ist einfach, also ist zwar jetzt, wahrscheinlich könnte es hier so flüssig, also ich finde sie für eine Base ein bisschen flüssig, für eine Augenbase riecht komisch und ja, das juckt und brennt ein bisschen auf den Augen und das finde ich, dafür, dass es Naturkosmetik ist, geht das schon mal gar nicht, Leute, weil, ich weiß nicht, also, da habe ich, solche benutze ich momentan, die von Rival de Loup, mit der bin ich super zufrieden, aber, nee, also, sorry, aber, das ist ein großer, großer Flop für mich. So, das waren jetzt meine Top- und Flop-Produkte, schreibt mir doch gerne eure Tops und Flops unten in die Kommentarbox, darüber freue ich mich wie immer sehr. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!